Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal C2B. Heute wieder ein Sneaker-Review, aber bevor wir heute starten, möchte ich mal ganz kurz einen Shoutout raushauen. Und zwar, Franz, an dich. Finde ich sehr, sehr nice, dein Support. Vielen, vielen Dank dafür. Auch die Kommentare in meinen Videos finde ich immer sehr geil, sehr coole Interaktion. Fühle ich sehr, vielen Dank dafür. Aber ziehen wir uns den heutigen Sneaker rein, und zwar ist es der Nike Air Jordan 1 Royal Toe. Viel Spaß damit. Ja, da haben wir so auch schon die Bretter. Der Nike Air Jordan 1 Royal Toe kam ja eigentlich raus jetzt so am 9.5., aber war bei vielen Stores eben auch verschoben wegen Corona und Lieferschwierigkeiten und so. Deswegen habe ich meinen auch jetzt erst bekommen. Retailpreis waren wir bei jedem einzelnen Jordan aktuell 160 Euro. Aber schnacken wir nicht so viel über den Schuh, machen wir es traditionell und ziehen uns wie immer erstmal die Box rein. Ja, die Box aber wirklich nur ganz, ganz schnell, weil ich habe euch ja schon eine Menge einzelnen Jordan vorgestellt mittlerweile. Ist eben die klassische Nike Air Jordan 1 Box mit einem schwarzen Gehäuse mit roten Nike-Logos drauf. Also einmal hier an den Seiten, auf der Seite ebenfalls. Und eben hier das Size-Tag. Wie immer meine 8,5. Ich kann mich nur wiederholen, wie bei jedem Jordan zum Sizing. Einer Jordan ist auf jeden Fall True to Size, also geht auf jeden Fall auf eure 42, wenn ihr 42 nochmal habt. Also safe True to Size. Und ja, schmeißt mal den Karton beiseite und ziehen uns die Sneaker rein. Ja, da haben wir sie auch schon. Viele werden sich wahrscheinlich denken, oh, schon wieder ein 1er Jordan und schon wieder ein blauer 1er Jordan. Aber dennoch möchte ich ihn eben euch vorstellen. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gelungen und sehr, sehr schönes Ding. Ist ja auch kein komplett neuer 1er Jordan vom Colorway jetzt her. Also dieses Royal-Farben, das ist etabliert und geht eigentlich immer beim 1er Jordan. Also das ist eben so offizieller Name oder in der Community weit verbreiteter Name eben Royal Toe. Es gab aber vorher eben in den Farben auch schon mal einen Game Royal und einen richtigen Retro Royal. Aber das ist jetzt eben so gesehen, sag ich mal, die dritte Auflage, kann man sagen, von dem Royal-farbenen 1er Jordan eigentlich. Und ja, ziehen wir uns wie immer die Details rein und kommen am Ende zu einer Bewertung. Und zwar geht es eigentlich los, finde ich, so vom Colorway grundsätzlich. Und zwar haben wir an dem Schuh eigentlich nur dieses Royal-farbene Blau zu finden, Weiß und Schwarz eigentlich. Haben eine schöne blaue Toebox hier vorne drauf, einen schwarzen Swoosh, der sich hier um den Schuh rumzieht und einmal eben auch auf die Innenseite. Haben schwarze Zunge mit schwarzen Laces, finde ich persönlich auch sehr, sehr cool. Ich persönlich mag es immer ganz gerne, wenn die Farbe der Laces und eben der Zunge zusammenpassen, also gleich sind. Finde ich persönlich eigentlich immer am coolsten. Dann haben wir hier oben an der Zunge ein weißes Nike Air Logo, was so, finde ich, eigentlich schon sehr, sehr cool aussieht. Aber was dagegen nicht so feier ist, ja an der Seite das weiße Wings Logo an der Seite. Finde ich einfach irgendwie passt nicht so zum Gesamtkonzept des Schuhs. Keine Ahnung, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Klar, zusammen mit dem weißen Nike Air Logo finde ich das Wings Logo jetzt gar nicht so schlimm. Aber generell hätte ich trotzdem ein schwarzes Wings Logo cooler gefunden. Aber gut, ist ja auch Geschmackssache. Dann noch ganz kurz zu den Laces. Es gibt eben noch ein paar weitere Laces dabei, also einmal eben die schwarzen. Und wir haben eben hier noch Royal Farbene als zweite dabei, die auch wirklich von der Farbe super zu der Toebox passen. Kann man auf jeden Fall auch rocken, aber wie gesagt, ich finde eben die schwarzen Laces auf schwarzer Zunge viel cooler. Aber kann man natürlich auch ein bisschen mixen, ein bisschen changen. Ja, ansonsten haben wir eben hier eine traditionelle 1er Jordan Midsole in Weiß. Und dann passend zum Schuh eine blaue Outsole, die typische Nike Air Jordan 1 Outsole. Gleiche Farbe wie eben Toe und hier oben. Und dann eben noch abschließend ein kleines Nike Air Logo in der Innensohle. Packe ich euch wie immer in die Detailshots. Ja. Ich denke, das waren schon die wichtigsten Details zum Nike Air Jordan 1. Kommen wir noch kurz zur Qualität des Schuhs zu sprechen. Also generell muss ich sagen, finde ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich habe die ersten Insta-Bilder gesehen, da dachte ich mir so, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Müll? Aber muss ich sagen, ist gar nicht so. Also ich finde ihn eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ich finde ein guter Vergleich zu den richtig schlechten qualitativen 1er Jordan ist immer der Gym Red, finde ich. Der hat echt ein schlechtes Obermaterial, finde ich. Aber der Royal Toe ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Also schon ganz gut. Und ich denke auch, es ist einer dieser typischen 1er Jordans, die so out of the box sehr clean und sehr ungeil aussehen. Aber je mehr man die rockt und je mehr man die trägt, desto geiler werden die, glaube ich. Also das ist so ein Schuh, den würde ich auf jeden Fall hart rocken und bieten. Dann kommt er, glaube ich, umso geiler. Ja, und gerade deswegen habe ich eben meine Meinung so ein bisschen geändert. Also anfangs fand ich ihn echt kacke. Aber als ich ihn dann zu Hause hatte, fand ich ihn doch viel schöner, als ich anfangs dachte. Und deswegen bekommt er von mir auch eine 7,5 von 10. Also wirklich ein solider, schöner Schuh. Wer noch keinen 1er Jordan hat, würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall holen. Aber da ich halt schon viele 1er Jordans habe und auch ein paar von diesen, ich sag mal, früheren Hype-Modellen so, denke ich, werde ich den wohl nicht behalten, sondern wohl wieder weiterverkaufen. Aber dennoch wollte ich ihn euch vorstellen, weil er einfach super gelungen ist und schön ist, finde ich, keine Frage. Aber eben jetzt kein Must-Have für mich, sondern einfach so ein schöner 1er Jordan. Ja, genau, und das war dann schon mein Review zum Nike Air Jordan 1 Royal Toe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet und auch zum weißen Wings-Logo, wie ihr das so findet. Würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, macht's gut. Ciao.